Hallihallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns Dead Island 2 an, denn es gibt's endlich auf Steam. Und Steam hat auch gleich ein fettes Angebot rausgehauen und es kostet, glaubt, nur die Hälfte. Ich gucke gerade ganz kurz nur meinen Shop, genau. Statt 60 € zahlt ihr nur 30. Da habe ich gedacht, dann nimmst du das auf jeden Fall mit. Und ja, wir haben schon mal reingeschnuppert, Prolog irgendwie gespielt. Sind irgendwo im Flugzeug geflogen, wurden abgeschossen, sind runtergefallen. Viele Tote, Verletzte und viele Zombies. Zumindest geht das jetzt los. Wir sind jetzt quasi auf der ersten Map. Und da schauen wir uns jetzt ein bisschen um. So, spielen. Ja, ich zock weiterhin auf meinem alten Bildschirm, auch wenn ich jetzt einen fetten Ultra-Widescreen habe, 32 zu 9 G9 Neo. Aber dann habe ich so ein ultra-flaches Format für YouTube, nicht so cool. Deswegen zocke ich weiter auf meinem 21:9er. Zumindest wenn ich streame oder aufnehme. Von daher bleibt alles für euch dasselbe. Deswegen gucke ich auch so ein bisschen schräg, denn mein fetter Widescreen steht natürlich vor mir und hier links dann der kleine Widescreen. So, mal kurz auf die Karte. Hier sind wir. Überall Fragezeichen. Wir haben hier schon nichts erkundet. Das ist nämlich direkt dann der Einstieg nach dem Prolog. Die hier kennen wir aus dem Flugzeug. Er hat uns eine Adresse aufgeschrieben. Da können wir mal vorbeischauen, wer das ist. Ich habe keine Ahnung. Eine Sicherung brauchen wir, um hier aufzumachen. Na dann. I'm not getting over this in my stays. I'll find another way. Okay, geht's auch nicht rüber. Das sind überall Dinge. Open Sesame. Dann hier Werkzeugkasten, Kleber, Fahrräder. Es gibt wohl auch Schießprügel, aber die gibt's wohl erst später. Muss man freischalten. Bisschen doof, aber so ist es halt. Im Spiel gibt es auch, das ist die Sicherung, im Spiel gibt es auch so ein Point of No Return. Und dann kommt der Endboss und ja. Vorher kann man noch alles erkunden. Oh. Ja, wir wurden auch am linken Arm gebissen beim Prolog. Keine Ahnung, was mit uns passiert. Metalle, wir nehmen natürlich erstmal alles mit. Proteinriegel, Gesundheit ist voll. Rotzen. Guck mal. Oh ja, die ist besser. Wie rüste ich die aus? Doppelklick geht nicht. Ah, F4 ist ablegen. Legen wir das ab. Oh, jetzt hab ich's weggelegt. Smashed with you, darling. Ah, gedrückt halten, da rüstet man es aus. Okay. Sonst gibt hier nichts. Dann aber fürs große Grundstück. Das Spiel arbeitet auch wieder mit Ausdauer. Von daher muss man immer ein bisschen gucken. Alle tot. Das ist mir schon schnell aus der Puste. Ich weiß nicht, ob das mit Level-Upgrades dann irgendwie höher geht. Also weiß nicht, 4, 5 Schläge, dann ist man echt am Ende. Hallo? Oof. Shit went down here. Ich glaube, es gibt 6 Charaktere. Wir haben Danny gewählt. Eine coole, tätowierte Rockerbraut.
Notauswahl gedrückt. Was haben wir hier? Proteinen brauchen wir nicht, können wir nicht. Ja, ja. Can't get through here. Hey! Anyone in there? Keiner da. Damit können wir nichts anfangen. Manche Türen sind Magnetschlösser angesehen. Finde und zerstöre die zugehörige Verteilerkasten. Ach so. Ja. Hitting stuff solves everything. Aber da wir infiziert sind, hoffe ich nicht, dass es wie bei Far Cry irgendwie dann ist. Dass du irgendwie ständig Medizin und so eine Scheiße suchen musst, wenn du noch Stress hast. Verwandelst du dich jetzt in einen Zombie oder nicht? Bam. One less melter in me way. Na, wo kommen die denn her? Hier war doch alles sauber. Ein Läufer, der ist schnell. Zumindest mit dem Schlagen ist nicht so geil, ist super langsam. Das war im ersten Teil irgendwie besser. Mir das zu teilen klappt nicht so gut. Und die Tür ist jetzt auch da, kommen die raus. So, irgendwas Wertvolles. Koffer, ja, dies mit den Koffern kennen wir auch aus dem ersten Teil. Da waren wir in so einem Urlaubsgebiet. Und da lagen tonnenweise Touristenkoffer rum. Gut. Emma's place should be through here and out the back, I think. Keine Ahnung, wozu man das. Ach so, ja, schon, da gibt's ein Crafting-System, wo du die Waffen dann fett pimpen kannst. Pardon? Oh, call it my name, are you interested? Jesus! Cut it out! Nicht auf die Gesundheit geachtet. Vor lauter Stress. Also, das hat man durchsucht. Gucken wir trotzdem nochmal. Ich weiß ja nicht, wann das speichert. Ich habe nämlich nicht gespeichert. Da haben wir noch was. Na gut. Also, erst den Alarm abschalten, bevor man dann sich das Schwert krallt. Schwert ist weg. Aber der Alarm ist aus. Na, war eh kein tolles Schwert. 44 hatte das. Was haben wir? Auf 44. Ach, hier ist doch, haben wir doch. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schneller. Schaden, Kraft, Geschwindigkeit. Ja. Tauschen. Ah, ja.
Mit Enter. Warum mit Enter? Ich hasse so Konsolenscheiß. Ja, tauschen ist aber nicht anlegen. Wie kann ich das im Menü anlegen? Warum kann ich das nicht im Menü anlegen? Das gibt's doch nicht. Hab ich es jetzt angelegt? Nein, natürlich nicht. Dann schon mal das halt hin und mach's mit der F-Taste. So ein Käse aber auch. Zu. Gucken oben nochmal nach. Wanna have a sit? Hm. Ist echt blöd, wenn man infiziert ist. Ich hasse Spiele, wo das einfach so ist. Du weißt auch nicht, was Phase ist. Ja, und Taschenlampe aber auch. I'm a disaster. I need some relief. Oh, matron. Walk it off, Danny. Walk it off. Auch nicht so fucking viel Ausdauer wie anderen schweren Waffen. Das ist gut. Okay, wir wollen fetter Musical. Sicherung. Sicherung. Aber bis auf das bisschen gewöhnungsbedürftige Kampfsystem, was im ersten bisschen schneller und besser war, präziser vor allem, finde ich es gut. Sieht gut aus. Gut ist halt. Ich denke, vom Gefühl her, eine durchschnittliche Story, also. Da wird einem nicht fett was überraschen. No!
Es gibt noch wohl coolen Humor, auch immer lustige Sprüche. Das habe ich auf jeden Fall schon in Trailern und Ausschnitten gesehen. Blöd, wenn man nicht mal so ein Billig-Zombie mit einem Schlag den Kopf abtreten kann. Nee. Schrott. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Sicherung. Batterie. Oh. Def not the right pool for a quick dip, no matter how hot it is. Bin ich echt mal gespannt, wie sie auf jeden Fall gegen die Infizierung von uns wirken können. Wollen. Ugh, need a code. Na toll. Braucht man einen Code und eine Sicherung, weil ich wette, da ist der Code drin. Finde den Code für das Hintertürchen. Was hier im Laptop? Ne, natürlich nicht. Better just trash. Achso, da muss man Unterlagen durchsuchen. Not here. Ha! Code gefunden. Got it. One point to me. Okay. Dann geht's hier auf die Straße, wo wir vorher nicht weiterkamen. Okay, aber wir gucken uns nochmal eine Sicherung um. Keine Ahnung. Wo die liegt. Der ist neu. Wo kommt der denn her? Und auch wie bei den alten Teilen. Die Nahkampfwaffen nehmen Schaden. Und ist die schon kaputt? Keine Ahnung. Ich sehe keine Haltbarkeit. Ich glaube, das ist der Kringel hier außen. Das Messer ist kaputt, das Schwert ist halb kaputt. Seite zu. Ist da ein Fenster offen? Kommt man irgendwie rein? Ich glaube nicht. Dasselbe. Man kriegt diese Holzdinger aber nicht kaputt. Das ist ja doof. Folgen wir mal den Kabeln. Gehen auf jeden Fall hier rein.
Sind durch den Pool verbunden. Das ist der Generator. Ach, wir haben die gebrutzelt, verstehe. Bringt uns auch nicht weiter. Doch, hier waren wir. Hier haben wir das Schwert am Anfang gefunden. Was ist das? Keine Ahnung. Nichts von Bedeutung. Tja, dann weiß ich auch nicht. Egal. Es gibt Koop, auch Crossplay, also egal wo ihr es habt, Steam, Epic. Wenn ihr es auf Steam kauft und zocken wollt, braucht ihr definitiv auch den Epic Launcher mit Steam und Epic auch verknüpfen. Also kein reiner Steam Release, wieder so ein, es gibt es jetzt auch bei Steam, aber trotzdem läuft es über Epic. Trotzdem gibt es Achievements bei Steam und alles das, was ihr wollt. Ja, vielleicht gibt es hier eine Sicherung. Ich habe so viele Medikits. Dann wohl nicht. Scheiß auch nicht kaputt. Na gut, keine Sicherung. Dann weiter. Who's out there? Danny, from the crash. You'll remember my face when you see it, darling. Oh, okay. Come in. Finally. Hm, 30er haben wir auch nicht schlecht. Brauche auch wieder Strom. No hangover compares to this. Few more steps. Come on, girl. Get in. It's crazies everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? Jesus, I'm as sick as a small hospital. Where's Tokuro? Get away from this house! Free, what are you devil? Doing? Give me the gun! No! You have been bitten! You will turn. Eat as I know. I've seen it now. Get away! Freya! They were at the crash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house! Your house! You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home! You abandoned me! Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... Ah! Gun! Fuck's
sake. Ja, ich habe eine Gartenauffahrt. Jetzt nicht mehr. After party's over. Need to crash. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means that we'll turn into a beast. Ich bin bestimmt immun. Chill mal. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh, oh God. Are they turning? Oh, I'm gonna be sick. Shoot them! Ja, jetzt werden wir erleben, was passiert. Na, wir gucken noch mal. Wir sehen noch mal aus. Say something. Unexpected. I've not been shot. Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. No need for these. Fever's gone. Feeling fine as a blue sky. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But the fever's gone. That proves... No, it proves nothing, okay? I mean, people are eating each other out there and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. I'm a sight more use than an agent right now, darling. You can trust me. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from him? They're surrounding the house! They're trying to get in! Give us the key to the cuffs! I can help! Shit! Okay, they're toy cuffs! Just press the button! Come on! Fuck's sake! Everything in this city is fake. So... Oh. Haben wir irgendwas gefunden? Fähigkeitsdeck, oh je. Überlebensfähigkeit. Töte einen Zombie, um einen kleinen Schadensboost zu kriegen, okay. Stärke deine Verteidigung. Block oder Ausweichmanöver füllt die Gesundheit auf. Ich bin ja nicht so der Ausweicher. Keine Ahnung, was das Ding kann. Egal, lassen wir erstmal das da. Komm ja schon. Muss ich erstmal. They're getting closer. What do we do? That's my cue to get on stage. Are you sure? Take the gun. If they get past me, you'll need it. Oh my God. Go! Let me in. Open it, you coward. Go! Now, for fuck's sake, I'll do it. Keep out of sight. Der ist ja schon tot. Was ist denn beste Waffe noch? Immer noch Schwert. Ja. Da habe ich hier nur 1000 Hölzer. Das Schwert wieder. Ah, hier ist es. Verteidige das Haus. Ja. Und jetzt? Meine Maus dreht sich nicht mehr. Ah, oh, das ist eine Kacke.
Meine Maus geht hier im Menü auch nicht mehr. Gespeichert wurde aber, das ist schon mal was. Oh, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit der Review. Weil ohne Maus drehen ist das kacke, ne? Aber macht, soweit ich das bisher gespielt habe, Spaß. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen coolerer Kram. Oh, ich kann auch nicht mehr schlagen. Also werde ich hier erstmal abbrechen. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.